Katharina Schneider. Und die Show kann beginnen. Die Emma ist heute Debüt. Die ist auch so schön. Oh ja. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Heute mit ganz viel Sonne direkt für euch und zwar in front of der Stadthalle in Lichtenfels in schönen Bayern. Hier findet heute die internationale fränkische Meisterschaft vom DBFV statt. Und hier sind heute zwei meiner Athletinnen aus dem Athletinnen-Team Joy am Start. Und für die Emma ist heute Debüt. Die war noch nie auf der Bühne, wird sehr spannend. Und für Katharina ist nach 2 Jahren und einer mächtig geilen, erfolgreichen Offseason auch endlich wieder soweit. Also, let's go! Und die Coaches. Und die Show kann beginnen. Riesenapplaus an unsere Bikini-Athletinnen. Wir sind alle das erste Mal auf der Bühne. Okay. Da stehen unsere Bikini-Athletinnen. Ich werde noch 2 Namen, Winnie, bestimmt noch bekommen. Ich werde erstmal die Bikini-Athletinnen. Startnummer 92. Emma Robe, WWBF. Mach dich groß, Emmy! Mach dich groß! Jawohl, komm! Frontansicht. Und zurück zur Frontansicht. Oh, schön, ey. Farbe ist richtig gut geworden. Oh, mega. Die ist auch so schön. Oh, ja. So Leute, die Emma war schon dran. Sie hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Sie war tierisch aufgeregt. Am Anfang hat man es ein bisschen gesehen, da haben ihr die Beine so gezittert. Und jetzt hat sie danach aber auf jeden Fall gesagt, dass es echt gut war, dass sie da bei den Newcomern oben war, um dann später bei der offenen Bikini-Klasse einfach von der Aufregung wieder, also ja, entspannter zu sein. Hat ihr übelst Bock gemacht, die war ziemlich fasziniert. Also ihr werdet sie jetzt dann bestimmt auch noch gleich im Video hören. Jetzt ist erstmal ein kleines Päuschen angesagt. Lukas und ich waren kurz mal ein paar Steps machen, frische Luft einsammeln, Lichtenfels bekunden und jetzt... Ein paar Steps machen ist leicht untertrieben. Wir haben einen Gewaltmarsch von ungefähr 60 Kilometer hinter uns. Lukas ist fast vom Fleisch gefallen. Deshalb gibt es da jetzt ein bisschen Fleisch. Rauchhilfederung. Achtung. Meal Prep as fuck gibt es bei mir. Eins von meinen Joy Meals, von meinen 5 Stück, das ich habe. Nämlich Hühnchen, Reis und grüne Bohnen. Also eigentlich der Klassiker in der Bodybuilding-Ernährung. Und was ist das hier? Weihnachtsgeschenkpapier und... Und eine Soße. Gibt es bei uns noch im Beauty & Beast Online-Shop. Chili, gell? Chili. Und bei mir, Leute, gibt es... Tada! Outdoor Kitchen. 30 Gramm Reis, grünes Gemüse, Rinderhackfleisch. Yummy. Wir dürfen hier alle mit einem Applaus die Kandidatinnen auf die Bühne begleiten. Dürft ihr euch einzeln vorne präsentieren. Der Startnummer 92, Emma Robe, WWBF. Lachen, Emma. Lachen. Startnummer 92, Emma Robe, BBBF. Dankeschön, Emma, mit der Startnummer 92. Und eine Kandidatin wartet noch. Wir nach rechts. Ja,
Viele zur Front an sich. Dann tun wir bitte tauschen bis zur Startnummer 90 und dann die drei rüber. Die Athleten. Katharina, ja. Braucht ein bisschen auf. Ja. Jeder, der schon mal auf der Bühne war, weiß, wie es ist. Ja. So, ich werde jetzt einzeln alle Athletinnen vorstellen. Die nächste Kandidatin trägt die Startnummer 80. Katharina Schneider, Oldschool Gym Würzburg, darf sich zur Bühnenmitte begeben und ihr Eyewalk präsentieren. Ja, Katharina, sehr schön. Katharina Schneider heißt die junge Dame, kommt aus Würzburg und trainiert im Oldschool Gym und trägt heute die Startnummer 80 und zeigt auch, dass nicht alle Bikini-Mädels ultra lange Haare haben müssen. Genau. Und Rundumdrehung nach rechts. Ja, gut, genau. Hammer, ja. Hammer. Das ist echt gut, ja. Rundumdrehung nach rechts. Zurück zur Frontansicht. 3-3 tauscht bitte. Und somit haben wir hier die Siegerin, englische Meisterin. Die Startnummer 80, Katharina Schneider. Oldschool Gym Würzburg. Genau. Das ist die Pia in eurer Mitte. Zwischen Platz 1 und 2. Bitte Händchen backen von Pia und dann hoch oder umarmen. Okay, Fotos sind gemacht. Pia, du darfst die Bühne wieder verlassen. Okay, die Frauen bitte einmal eng zusammen stehen und lächeln. Dankeschön. Auf der Bühne kurz stehen bleiben, die Katharina Schneider aus Würzburg. Okay. Fränkische Meisterin, Bikini 1, Startnummer 80, Katharina! Katharina, du hältst dich bitte bereit fürs Gesamtsiegerstellen. Dankeschön. Du kommst direkt gleich wieder auf die Bühne. 3, 5 oder 10 Kilo abnehmen in 12 Wochen unmöglich? Falsch. Wenn du diesen Sommer am Strand dich richtig wohlfühlen willst oder auch einfach ein gesünderes Leben, ein erfüllteres Leben haben möchtest, dann hör genau zu. Mein 12 Wochen Bikini Ready Programm hat auch letztes Jahr schon hunderte von Frauen dabei unterstützt, in ihre Wohlfühlform zu kommen. Und auch dir wird es dieses Jahr die Struktur bieten, dich zu motivieren, dich gesund zu ernähren, das Ganze ohne zu verzichten und mit einem realistischen Pensum an Sport in deine Topform im Sommer zu kommen. Noch bis zum 30. April kannst du beginnen. Ab 5. Mai startet dann die Joy by Yuhani Bikini Ready. Also sei dabei, melde dich jetzt auf meiner Webseite via Kontaktformular und ich persönlich melde mich bei dir für ein persönliches Erstgespräch und dann geht's auch schon los. Thema Aufregung, ich glaube beim zweiten Mal jetzt beim Wettkampf oder wird es ein bisschen weniger? Ich glaube einfach jedes Mal, also öfter man das macht. Wie geht's für dich weiter?
Wir haben in 2 Wochen die Junior- und die Newcomer-Meisterschaft. Und dann irgendwann 3 Wochen die Bayerische Bodybuilding. Sehr geil. Und glaubst du so danach, nach der ersten Saison geht es weiter mit Bodybuilding? Also, wir haben ja schon gesagt, ich will auf jeden Fall jetzt noch einen Aufbau machen. Einfach auch, weil es privat her nicht funktioniert mit einer Prep jetzt nochmal. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen, ja. Hast du also schon so Blut geleckt bei den ganzen? Ja, schon. Was fiel dir am schwersten jetzt in der Prep? Jetzt so die letzte Prüfung war einfach ziemlich hart. Auch viel beruflich tun und wir haben da noch weniger Essen schon an den Stellen. Ne? Aber man sieht, du bist das beste Beispiel, es geht trotzdem alles, ne? Man kommt irgendwie durch. Der Mut wird belohnt. Mega, mega klar. Ich bin sehr stolz. Die Franziska Lohberger gleich kommt mal auf die Bühne. Katharina! Franziska Lohberger. Für die Siegerehrung. Genau, wir dürfen jetzt vorne bitte zur Linie vorkommen. Zu drücken. Stand Nummer 80 mit dem Schritt nach links. Wo ist links? Wir haben es extra verkehrt gesagt. Vorne dann sich bitte umdrehen nach rechts. Rückumdrehung nach rechts. So, 3 Schritte zum Bühnenrand. Und Trommelwirbel, Leute, Katharina ist unsere neue internationale fränkische Meisterin. Fokussiert nur die Bubis. Katharina, wie fühlt sich das an? Ja, ich bin überwältigt, also ich freue mich riesig, hätte ich niemals gedacht. Mein Wunsch war einfach nur, in einen zweiten Call-Out zu kommen. Aber naja, gut, dann nehme ich das mal mit, ne? Ich glaube, das ist dein allererster Sieg, oder? Ja, ja. Das heißt, Katharina, das war jetzt Saisonauftakt, erster Wettkampf in deiner zweiten Saison, oder? Ja, genau. Wie viel Pause lag da jetzt dazwischen? Von der letzten Saison. Von der letzten Saison, das war September 22. Genau, bis jetzt. Das heißt 1,5 Jahre. Genau, ja. Ja, und wir haben Aufbau gemacht. Wie viel Kilo hast du dazu genommen? Beim Aufbau, ich glaube 10 Kilo ungefähr. Ja. Und was das Besondere ist, vielleicht so Aufbau versus jetzt, was hast du am Ende noch gegessen? Also du hast wirklich noch viel essen können. Also ich hatte noch 1,9 zu essen, also es war echt krank. Ich habe mich gar nicht wie als wäre ich in der Diät gefühlt. Also ich glaube, was ist so das Geheimnis vielleicht da jetzt auch gewesen? Ich würde mal sagen, ein gesunder Aufbau, weil viele nach der Prep oder nach den Wettkämpfen natürlich essen alles in sich rein. Und ja, und ich habe echt wirklich zu 100% meinen Plan durchgezogen mit der Johanna und habe, ja, wie gesagt, ein Cheat-Meal gemacht in der Woche und sonst eigentlich immer nur nach Plan. Und ja. Ich glaube, Kontinuität und Disziplin plus Konsequenz ist Katharinas zweiter Vorname definitiv auch. Und ja, jetzt hat erster Wettkampf direkt gewonnen, mega stark. Wie geht's jetzt für dich weiter? Jetzt habe ich am 5.5. den nächsten Wettkampf. Da ist die Bayerische Meisterschaft. Und ja, mal gucken, was wir da machen. Dann würde ich sagen, holen wir das Ticket für die Deutsche, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe. Richtig geil. Let's go. Let's go. So Leute, es ist 19 Uhr und wir befinden uns auf der Heimreise. Und ja, ich würde behaupten, ein sehr erfolgreicher Tag für das Athletinnen-Team Joy. Und auch für uns als Coaches. Und ja, bin sehr, sehr stolz auf die 2 Mädels. Ja, für die Emma, es war Bühnendebüt. Und vielleicht für alle, die jetzt hier gerade zugucken, die auch schon mal auf einer Bühne waren, erinnert euch in dem Moment mal an euer erstes Mal auf der Bühne, wie crazy das war. Also für mich war es einfach ein Erlebnis, wo ich mich mein ganzes Leben lang gerne zurückerinnere, wo ich aber auch weiß, wie krass das war. Da war alles Mögliche an Feelings, an Cocktail mit dabei. Und ja, also das erste Mal
gibt es halt eben nur einmal, wie der Name dann auch schon sagt, ne? Sehr special und bin sehr, sehr stolz, wie sie das gemacht hat und da auch ihre Aufregung hat meistern können, gestrahlt hat und für sich auch gemerkt hat, hey cool, ihr taugt es und weiter geht's, ne? Weil das ist ja auch nicht gleich gesagt, dass dann jemand danach sagt, hey cool, ich möchte auf jeden Fall weitermachen. Bin sehr stolz, ich sage das immer wieder, alle, die durchziehen und auf einer Bühne stehen, die haben für mich auf jeden Fall schon mal ziemlich viel gewonnen. Ziemlich viel mehr wie ein Pokal und eine Platzierung definitiv. Und was man auch nicht vergessen darf, Leute, heute vor 8 Jahren ist eine gewisse Johanna Dörr auf der Fränkischen Meisterschaft gestartet, hat es gerade so im Stechen in die Top 15 geschafft und heute ist sie IFBB Bikini Pro Athletin. Also ja Leute, das ist schon für mich heute auch ein ganz schön, sehr spannendes, wie soll ich sagen, Erlebnis gewesen, weil eben genau diese Fränkische Meisterschaft 2016 war mein Beginn dieser Reise und meine Startnummer von damals, von meinem ersten Wettkampf, hat es hier auf mein Handgelenk geschafft. Die habe ich mir für immer verewigt, weil ich nie geglaubt hätte, dass ich das überhaupt jemals auf eine Bühne schaffe. Und naja, was soll ich sagen? 8 Jahre später, wenn ihr den Kanal verfolgt, wisst ihr, was alles passiert ist. Und jetzt darf ich meine Mädels begleiten zum ersten Mal auf die Bühne. Ich bin wahnsinnig stolz. Und natürlich auch Katharina. Sie hat ein unfassbar, unfassbar krasses Paket da hochgebracht. Ein neues Level von der Katharina einfach. Der Aufbau, wie sie den angegangen ist. Einfach diszipliniert, konsequent die richtigen Dinge gemacht, dran geblieben. Der Schlüssel, sich nicht fett gefressen, sondern 10 Kilo Qualität aufgebaut und steht da oben und hat heute sowas von verdient gewonnen. Gesamtsieg hat eine gewonnen, wo ich auch sagen muss, Wahnsinn, auf jeden Fall verdient. Die Katharina hätte für mich genauso auch gewinnen können. Die Siegerin war einfach im Unterkörper noch ein Ticken härter und die hat für mich tatsächlich IFBB Elite Material verkörpert, also Elite Profi Material. Und jetzt geht's weiter für die Katharina zur Bayerischen, für die Emma zur Newcomer, danach zur Bayerischen. Also bin mega, mega stolz, freue mich sehr, dass wir heute live mit dabei waren und ja. Was sagst du dazu? Ich sag, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Kommentiert mal, was hat euch gefallen heute an dem Wettkampf? Wie fandet ihr die Mädels auf der Bühne? Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und bis zum nächsten Video. Genau, Leute, lasst uns da, Liebe da, und sagt uns auch gerne mal euren Geschmack der Videos. Also taugen euch mehr so Vlogs von Wettkämpfen oder mehr aus Lukas und meinem Alltag, mehr zum Thema Ernährung, Training, Regeneration, whatever. Lasst uns einfach mal eure Wünsche da für die nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao.